Wir müssen auf jeden Fall auf Sicherheitsdienste Acht geben, auf eventuelle Munitionsteile, die irgendwo rumliegen. Ist jedenfalls überall so ausgeschildert. Ob das denn so stimmt, ist fraglich. Wir befinden uns jetzt hier bei den Offiziersunterkünften. Wie man unschwer erkennen kann, sieht es aus wie Einfamilienhäuser. Mal schauen, was wir da drin finden. Wahrscheinlich ist wieder in jedem Raum Badewanne, Kamin. Hier kann man sehen, dass die obere Etage doch einsturzgefährdet ist und wir nicht unbedingt noch eine Etage höher gehen wollten. Da wir sonst wahrscheinlich schnell wieder eins tiefer. Wir müssen jetzt hier echt Acht geben, weil wir vorhin schon fast vom Sicherheitsdienst erwischt wurden. Naja, schauen wir uns jetzt hier öfters um, weil wir ja nicht unbedingt eine Anzeige leben möchten. Das kann ich sagen. Ich würde schon gerne mal so einen richtig komplett eingerichteten Raum sehen, wo komplett noch alles drinsteht, aber da bist du, glaube ich, an solchen Orten einfach falsch, weil das ist, ich meine, wenn wir uns hier umgucken, das ist ja alles von Vandalismus gezeichnet. Mir geht es eher weniger um Gegenstände, da wir unseren Kodex haben. Wir wollen nichts mitnehmen, nichts hinterlassen, außer Fußabdrücke. Von daher würde ich nur gerne einfach schöne Fotos mit nach Hause nehmen, von tollen Objekten, vielleicht ein paar tollen Gegenständen. So, haben wir schon erwischt? Die Tour an sich war spannend wie immer. Wir haben uns ein, zwei neue Hallen angeguckt. Die waren jetzt nicht überragend. Das war aber in Ordnung. Also war schön anzusehen. Ich habe hoffentlich ein paar schöne Bilder mit nach Hause genommen.